In diesem Video erkläre ich dir alles zur neuen Vintage Electric Guitar von Native Instruments Session Guitarist. Also bleib dran, es lohnt sich auf jeden Fall. Hallo, ich bin Martin und auf meinem Kanal lernst du Musikproduktion in Logic Pro. Heute geht es aber nicht direkt um Logic Pro, sondern es geht um die Electric Vintage. Das ist eine neue Gitarre, virtuelle Gitarre aus der Reihe Session Guitarist von Native Instruments. Ich habe einige Gitarristen aus dieser Reihe schon vorgestellt, zum Beispiel die Strummed Acoustic Gitarren oder die Electric Sunburst. Die habe ich auch sehr, sehr genau vorgestellt und deswegen zeige ich jetzt hier nicht nochmal so sehr die Einzelheiten von dem Interface, sondern wir konzentrieren uns mehr auf Soundbeispiele und auf den Klang. Und falls du dich dafür interessierst, für jeden einzelnen Tab hier, dann schau dir das Video zu Electric Sunburst an. Da habe ich das alles ganz genau in einem sehr, sehr langen Video erklärt. Das verlinke ich dir am Schluss nochmal. Also los geht's mit diesem neuen virtuellen Instrument. Der Vintage Electric hat sich Native Instruments an eine Fender Stratocaster gewagt. Hier ist das Interface, das habe ich hier schon mal geöffnet. Und es sieht genau gleich aus wie auch bei den anderen Session Guitarist, Electric Sunburst und so weiter. Ich habe hier das Melodieinstrument geöffnet, das heißt, du kannst mit diesem Instrument auch Melodien spielen und du kannst auch Pattern spielen. Ja? Und das steuerst du, nur mal ganz kurz hier noch zum Einblenden und zum Zeigen, das steuerst du über diese Funktionstasten hier. Ja? Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel hier auf C1 drücke, das ist hier, oder hier unten, besser gesagt, so, dann siehst du, kann ich zwischen den einzelnen Artikulationen wählen. Wenn ich hier weiter hochgehe auf E1 und so weiter, dann spielt er mir Pattern. Ja? Bei dem blauen Tastenbereich kann ich die Akkorde greifen. Ja? Also hier kann ich Akkorde greifen. Und hier unten, wie gerade erklärt, habe ich die Funktionstasten, also zwischen Muted, Flageolet, Tremolo und so weiter kann ich aussuchen und ich kann auch verschiedene Endings anwählen, dazu gleich noch mehr. Gehen wir mal jetzt zunächst mal den Grundklang von dieser Gitarre durch, beziehungsweise die Artikulationsmöglichkeiten. Ich stelle hier einfach mal das erste Preset ein. Du kannst hier oben Sound Presets einstellen. Davon gibt es ganz viele. Ich nehme einfach mal hier das erste. Und du kannst natürlich auch hier direkt dir verschiedene Signalketten selber zusammenbauen über AmpFX und so weiter. Und dann gibt es noch verschiedene Playback-Möglichkeiten. Das aber, wie gesagt, habe ich bei der Sunburst genauer erklärt. Falls du dich dafür interessierst, schaust du dir einfach das an. Jetzt bleiben wir aber mal hier bei den Patterns. Und ich fange mit dem ersten an. Das ist Open. Also die Artikulation ist Open in diesem Fall. Ich habe mir ein Sound-Preset ausgewählt. Und jetzt kann ich hier auch direkt schon anfangen zu spielen. Okay, das wäre jetzt Open. Wenn ich jetzt hier, das siehst du schon, die Funktionstasten wechsle, dann komme ich in ein anderes Artikulationsset rein. Also ich gehe jetzt hier auf Muted. Wir können Flageolets spielen. Und wir können auch Tremolo spielen. Im Gegensatz zu den anderen Session Guitarists hat die Electric Vintage hier noch eine Besonderheit und zwar kannst du zwischen Plektrum und Finger wählen. Das heißt, ich kann jetzt also hier mit dem Plektrum die Gitarre spielen. Ne, ich gehe mal wieder hier auf dieses Open. Oder ich kann es mit dem Finger spielen. Und dadurch wird die Sache ein bisschen smoother, ein bisschen weicher. Die Vintage Electric verfügt auch über wunderbare Presets, zum Beispiel hier gerade unter Melody. Was war denn das? Vintage Eternity. Klingt sehr schön. Ich probiere einfach mal ein bisschen zu spielen damit. Was auch unglaublich detailgetreu hier gemacht ist, ist die Pickup Selection. Ich kann also zwischen beiden verschiedenen Pickups wählen, wie es ja bei der Tele normal ist, und ich kann auch beide auswählen. Ich bin jetzt im Moment bei Neck, das klingt dann so. Ich könnte aber auch Bridge wählen. Klingt ein bisschen schärfer. Ich kann auch beide zusammen anwählen. Und ich kann es gedoppelt wählen.
praktisch ein Double habe oder einen zweiten Gitarristen, der das doubelt. Und was auch cool gemacht ist, ist, dass wir hier ein Kondensatormikrofon zuschalten können, das vor die Saiten gestellt wurde und praktisch nur das Saitengeräusch hier mit aufzunehmen. Okay, ich bleib mal gerade bei dieser Einstellung hier. Ich nehme beide Pickups, ich nehme das Doubling und wir suchen uns mal einfach einen härteren Sound raus, einen rockigeren Sound und dann probiere ich ein bisschen das einzuspielen. Was auch richtig effektiv ist, ist, wenn du die Session-Guitarists untereinander mischst. Ich werde jetzt erstmal hier dir nochmal ein paar Presets zeigen, vom Sound her. Und im zweiten Teil vom Arrangement schalte ich dann die Electric Sunburst mit High-Gain Rock School Articulation hinzu, also eine Distortion-Gitarre. Und somit kombinieren wir diese beiden Gitarren. Okay, also da kannst du richtig geiles Zeug damit schon machen. Was ich jetzt hier gemacht habe, ist bei der Electric Sunburst, ich habe einfach ein Pattern gewählt, Arcade heißt das hier, ein Groove Preset und habe damit dieses Pattern hier eingespielt. Also es ist recht einfach zu machen. Und auch die Presets, insgesamt die Groove Presets sind recht inspirierend von der Vintage EQ. Ich habe hier mal, wie hieß denn das, Hot Summer gemacht und dann hast du innerhalb kürzester Zeit einen schönen Reggae-Sound, den du hier verfeinern kannst, mit dem du ein bisschen rummachen kannst. Nicht schlecht, oder? Probieren wir jetzt zum Schluss nochmal ein komplettes Arrangement zu machen. Ich habe das in dem Fall so gemacht, dass ich jetzt hier von der Vintage Electric zwei Gitarren genommen habe und ich habe hier einfach, damit die nicht so ähnlich klingen, einmal das Bridge Pickup genommen und als zweite Gitarre oder als Doubling Gitarre habe ich nochmal diese Vintage Electric dazu genommen. In diesem Fall aber im Doubling Mode und mit einem anderen Pickup, damit die so ein bisschen unterschiedlich klingen. Ja, dann habe ich einfach mal probiert, ein kleines Arrangement zu machen. Ich habe auch probiert, ein Gitarren-Solo einzuspielen. Ich bin kein großer Solo-Künstler, deswegen klingt das eh gruselig. Aber insgesamt kannst du recht schnell damit, gerade zum Arrangieren, das kann ja nachher immer noch ein richtiger Gitarrist einspielen, gerade zum Arrangieren kommst du hier recht schnell zu einem richtig guten Ergebnis. Unterstützt habe ich das Ganze mit Addictive Drums und Pre-Bass, auch von Native Instruments. Und wie die Instrumente jetzt hier zusammen klingen, das hören wir uns jetzt einfach mal an. Okay, das war ein kurzer Überblick über die Vintage Electric. Wie gefällt dir dieses Instrument? Hast du schon andere Instrumente aus der Reihe von Native Instruments, von Session Guitarist und wie wendest du diese an? Das würde mich interessieren. Falls du noch weitere Fragen hast zum Instrument, schreib mir das natürlich gerne in die Kommentare. Ich wünsche dir eine wunderschöne Restwoche und wir sehen uns schon bald wieder beim nächsten Tutorial. Bis dann!